Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte euch ein großes Bild mal wieder machen. Das heißt, es ist 1,40 auf 70. Ein XL-Rahmen, das heißt ein dickeren Rahmen. Das sage ich darum, weil man dann auf die Kanten, auf die Ränder aufpassen muss, dass man mit den Fingern nicht reinkommt. Ganz wichtig. Ich möchte so einen Marmoreffekt machen. Das heißt, im Prinzip mache ich nur Swirl, also diese Kreisel. Und lasse das schön auseinanderziehen dann. Und dadurch gibt es eigentlich einen super schönen Marmoreffekt. Farben habe ich nicht viel. Ich habe Weiß, ich habe Zinnoberrot, Havanna-Braun und dann habe ich drei Becher Rot gemacht. Das war mir zu viel. Da habe ich jetzt einfach noch einen Schuss primäres Blau reingemacht. Und da haben wir einen schönen Lila-Touch noch drin. Und ich denke mal, das hat im Bild auch sehr gut getan. Dann lasst uns starten. Die Kamera hängt ganz da drüben, weil ich sonst das Bild nicht aufs Video bekomme, von der Einstellung her. Und ich bin aber danach wieder da. Ich lasse jetzt Musik laufen, danach bin ich aber da, wenn ich das Bild euch zeige, das fertige Bild. Dann zeige ich noch ein bisschen was dazu. Also bleibt dran und dann gutes Gelingen.
So, Freunde, jetzt das Ergebnis. Wichtig natürlich auch, dass ihr, ich hoffe, ihr könnt sehen, dass es nicht blendet, dass ihr die Kanten nicht, seht ihr? Nicht gut. Dass alles gut ist und vor allem nicht mit die Finger da reinkommt. Dann müsst ihr schauen, weil sonst habt ihr die Kanten kaputt und dann passt das. Okay, ich glaube, ich zeige es euch von dieser Seite, da spiegelt es nicht so. Wobei da das Licht ist, wartet. Auch nicht so gut. Ja gut, großes Bild, ich wusste nicht, wie ich die Kamera hinstellen soll. Also schön marmoriert, sage ich jetzt einfach mal. So würde auch eine Arbeitsplatte gut kommen. Und diese kleinen Zellen, was hier entstanden sind, das sind rein durch Luftblasen. Also ich habe ja kein Silikon rein. Und gut, dass ich in das eine Rot noch primäres Blau rein habe, dass da noch ein lila Touch rauskommt. Ich denke mal, das hat dem Bild noch einen gewissen Kick gegeben. Sonst noch dieses Havanna-Braun. Ich denke mal, wenn das nachher dann noch dunkel getrocknet ist, kommt das richtig cool. Hier haben wir wirklich einen hellen Punkt, leicht bräunlicher Schimmer. Also ich finde es, das sage ich jetzt einfach mal, gelungen. Spiegelt halt. Ich glaube, von hier ist doch besser. Eine Gesamtübersicht. Okay, jetzt lassen wir es trocknen, dann verstärkt es noch den Farbe oder die Farben. Kommt es noch etwas kräftiger raus. Ich denke mal, dann ist cool. Okay, zeigt euch dann wieder getrocknet dann. Ich denke mal auf Instagram. Cool. Wenn es euch gefallen hat oder mehr Bilder sehen wollt, dann einfach natürlich abonnieren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Drückt die Glocke, damit ihr alle Benachrichtigungen von mir bekommt, also sprich alle Videos von mir. Und dann war es das von mir. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.